fröhliches Fummeln, ihr Lieben. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr dieses schöne Mini-Netzmuster häkeln könnt. Dafür braucht ihr nur feste Maschen und Luftmaschen. Das ist absolut anfängertauglich, sieht von beiden Seiten exakt gleich aus und ist deshalb richtig cool für Babydecken, für Schals und für alles, was ihr in Reihen häkeln wollt. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Für das schöne Netzmuster schlagen wir uns jetzt erstmal eine Luftmaschenkette an. Und zwar muss die Anzahl der Luftmaschen ungerade sein plus eine Steigeluftmasche. Also im Endeffekt müsst ihr jetzt erstmal eine gerade Anzahl anschlagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also eine ungerade Maschenzahl und dann noch eine Steigeluftmasche. Und jetzt drehen wir uns die Luftmaschenkette so rum. Ich häkel hier immer gerne in diese kleinen Nupsis auf der Rückseite der Luftmaschenkette, weil ich einfach finde, dass das dann am Anfang schöner aussieht. Ihr könnt das aber im Grunde auch anders machen und hier so schräg in die Luftmaschenkette einstechen. Macht das einfach so, wie ihr es gern macht. Ich empfehle euch aber, das eben in diese rückseitigen Nupsis hier zu machen. Die erste Luftmasche, die wir hier haben, die ist hier direkt da, wo der Faden ist, mit diesem kleinen Nupsi. Die lassen wir aus. Das ist unsere Steigeluftmasche, um in die Höhe zu kommen. Wir starten hier mit dieser zweiten. Da häkel ich jetzt eine feste Masche rein. Und dann mache ich eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich eine Masche und häkle in die nächste wieder eine feste Masche rein. Wieder eine Luftmasche, eine überspringen und eine feste Masche in die letzte. Und das bis zum Ende der ersten Reihe. Am Ende angekommen, enden wir mit einer festen Masche in die letzte Luftmasche und häkeln dann eine Luftmasche, um wieder in die Höhe zu kommen und wenden das Ganze. Jetzt geht's weiter und wir häkeln die zweite Reihe. In der zweiten Reihe machen wir im Prinzip genau dasselbe. Wir häkeln jetzt immer eine feste Masche in jede feste Masche und eine Luftmasche da, wo eine Luftmasche ist. Das heißt, wir häkeln jetzt hier in diese feste Masche wieder eine feste Masche rein, machen dann eine Luftmasche, überspringen diese Stelle hier, wo die Luftmasche ist, und in die nächste feste Masche. Zieht euch das ruhig so ein bisschen auseinander, dann sieht man das besser. Das ist nämlich immer wieder hier, wo wie so eine Art Dreieckchen so entsteht. Da stecht ihr jetzt wieder ein für die nächste feste Masche. Und jetzt wieder eine Luftmasche. Und die nächste feste Masche suchen, da einstechen und da eine feste Masche reinmachen. Das jetzt wieder bis zum Ende der Reihe. Dadurch, dass wir hier immer die Luftmaschen dazwischen haben, wird das ein bisschen lockerer und nicht ganz so fest und dick wie ein Muster, bei dem ihr nur feste Maschen häkelt. Deshalb bietet sich das auch für Decken und Co. super an, weil das dann einfach ein bisschen luftiger und fluffiger fällt, als wenn ihr jetzt nur feste Maschen häkeln würdet. Jetzt sind wir hier wieder am Ende angekommen und wir enden immer mit einer festen Masche hier so in diese Seite. Da ist nochmal eine feste Masche, die da rein muss. Wenn ihr am Anfang unsicher seid und sich eure Maschenzahl immer verändert und ihr immer mehr und weniger Maschen habt, dann zählt am besten mit. Es müssen immer gleich viele feste Maschen sein in jeder Reihe. Jetzt machen wir wieder eine Luftmasche und dann geht es immer genauso weiter. Ihr habt immer nur diese eine Reihe, die ihr wiederholt. Wieder eine feste Masche in jede feste Masche und eine Luftmasche da, wo vorher auch eine Luftmasche war. Das macht ihr einfach so lang, bis euer Projekt fertig ist. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit dem Muster häkeln wollt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, das Muster, an einem konkreten Projekt, an einem einfachen Projekt, das für Anfänger gut geeignet ist, dann schaut euch doch mal meine Anleitung für ein ganz einfaches Stirnband mit Twist an. Die verlinke ich euch hier. Da könnt ihr das einfach mal ausprobieren, das Muster. Die Anleitung ist zwar für ein anderes Muster, aber das Muster funktioniert damit auch hervorragend. Viel Spaß beim Nachfummeln und bis zum nächsten Mal.